Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront 2. Hier spielen wir mal den Modus Galaktischen Angriff, diesmal auf der Map Hot, und spielen als Galaktisches Imperium. Und fangen erstmal an als Spezialist, um natürlich so schnell wie möglich Punkte zu holen und danach sofort in den AT-AT reinzugehen und damit uns den erwünschten Vorteil sichern. Zwei Kampfläufer ziehen beim Feind ein. Ihr sorgt für Sicherheit und achtet auf Raketenangriffe. Los! So, ich gucke, ob ich mal irgendwen erwischen kann. Muss ich irgendwie an Punkte rankommen? Ah, Mist. Da. Ah. Punkte sind Punkte. Und 58 sind auch schon Punkte. Also ich würde sagen, wir nehmen das Ding hier mal in die Hand. Und dann pushen wir den Dude. Ach du Kacke. Okay, mit etwas Glück haben wir jetzt schon den AT-AT. Leider schon besetzt. Ja, probieren wir es mal als Flieger. So. Gucken, was wir hier mitmachen können. Erstmal könnten wir andere Spieler aus der Luft holen. Oder auch nicht. Okay, als Jäger hast du natürlich hier einen enormen Vorteil. Dann bleiben wir doch mal lieber auf dem Boden. Und kämpfen weiter auf dem Boden. Los. Bisher haben wir keinen Schaden genommen. Zwei der Dinger liegen. Leider Gottes kommt mir gerade ein Speeder angeflogen. Hauptsache, wir halten erstmal die Sachen hier. Das Blüten geht irgendwas ab. Eieiei. Komm hier, fangen. Da hinten der Turm. Ich will gerne runter. Mist. Das ist Speeder. Ja, die haben wirklich einen enormen Vorteil auf der Map. Mit den Speedern. Okay, jetzt spawnen bei ihm hier. Und go. Wird scharf geschossen. Wird da auf einmal aus der Luft geschossen. Komm, wir probieren. Komm weg mit den Mist Sniper. Wir werden definitiv jetzt einmal Schaden nehmen. Bitte lass mich rein. Bitte lass mich rein. Gott sei Dank. So, da hinten hab ich einen. Da drüben. So, hier war doch das. Da einmal wieder drauf. Gucken wir erstmal das Ding weg. Da mal ein. Kann ich ja nicht erwischen von unserer Position jetzt aus. Dann schieß mal hier hinten drauf. So, dann da hinten. Zerstören wir mal ihre ganzen Apparaturen da hinten. Und die ganzen Leute, die da kommen. Den Hammer. Hier kann ich nicht viel machen. Aktivieren wir das mal. Okay, wo schießt drauf? Aus irgendeinem Grund ist das denn ausgewählt. So. Hab ich hier noch jemanden, den ich gerade sehen kann? Nee. Warum kann ich nur da drüben drauf schießen? Wenn das halt so ist, dann ist das halt so. Irgendwie treffst du die ganze Zeit Haufen, Leute. Oder ist das gar nicht mein Punkt? Okay, so. Nächster Punkt. Ich guck mal, wo ich jetzt hinschießen muss. Ich weiß nicht, wo ich am besten hinschießen, ist die Frage. Da hinten hin.
Weil guck ich mal, dass mir nichts passiert. Ah, Mist, ich wurde rausgeworfen. Aber ich könnte noch einen Kill kriegen. Ja, Unterstützungskill. Gut, wir stehen mal Platz 3. Der 80 ist aber auch einfach noch ein Punktbringer. Okay, mittlerweile ist wieder einer drin. Ach, du Kacke. So, da ist mal eine kleine... Ah, fuck. Sniper. 80 ist frei. Komm. Ja, etwas Glück kann man gleich wieder. Moins. So, erste Aktion. Ich muss erstmal sehen. Ah, ne, das ist schon benutzt worden. Da hinten. So, jetzt. Den machen wir weg da. Den kommt uns nicht. Was? Wie viel Leben hat er denn gehabt, ey? Okay, nochmal. Da hinten. Schon mal schwächen, dann kann ich nämlich das gleich damit wegholen. Boost. Da drüben haben wir einen. Da oben drauf. So viel Leben, wir gehen mit so viel Leben hier raus. So, da hinten, dass wir das richtig einschlagen, wie eine Bombe. Ah, leider habe ich gerade keine Munition jetzt auch. Haben wir auch noch. Hauen wir hier drüben drauf. Das hier oben auf den Turm. So. Punkten bis zum geht nicht mehr. Boosten. Hauen wir das mal hier oben drauf. Komm, wir haben ihn so oft getroffen jetzt. Unterstützt ihn nach Kräften. Komm ihn weg. So, da oben sehe ich noch ein paar. Das kannst du einfach da reinhalten. Lass mal das weg. Und wir nehmen das nochmal hier. Dann guck mal, wie schön die da oben stehen. Dann kriegen jetzt richtig nochmal was ab. Ein Hammer. So, mit etwas Glück kannst du noch ein paar wegholen. Mist. Ziel erreicht. Wir kommen definitiv mit 100 Leuten rein. Okay, rein da. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben 11 Kills. Sie beschleunigen die Evakuierung, aber wir müssen zunächst einmal einen Sammelbereich sichern. Nehmt die feindlichen Hangars ein. Setzt alle erforderliche Feuerkraft ein. Hinten. Muss ja echt am Ende der Welt sein. So, wir sind aber auch am Ende der Welt. Brauchen wir so erstmal eine Weile, um bis nach vorne zu kommen. Was haben wir denn hier links? Das ist er weg. Okay. Der auch. Gut. Dann vor zum Schlachtfeld. Nehmen wir mal die nächsten Basisteile ein. So, mit 80-80-Unterstützung und ein paar Granaten, allem drum und dran. Hier, typisch wieder was. Chinös ist einfach. Mist. Im Lauf. Kümmern uns jetzt um den östlichen Hangar. Wir haben noch nicht genug, um Helden zu spielen. Ich will definitiv einen Helden spielen. Nicht kämpfen, Leute. Lass mich da rein. Lass mich das Spawn. Komm weg mit denen. Mist. Ist ja stark geschwächt. Und ich müsste eigentlich langsam in Richtung Held kommen. Okay, ich kann ja nicht starten. Ich starte halt bei ihm. Rein da, Leute. Schwere Geschütze bereit!
Weg da hinten. Und rein da. Ein Hammer. Und wieder hier rauf. Mist. Dann uns wieder. Also so langsam heldenmäßig schwer praktisch. Wahrscheinlich sind schon alle Helden besetzt. Komm voll Strecker, tu nix. Perfekt. Komm, ich unterstütze euch. So, Unterstützungskill. Wollt ihr den reinhalten? Von links, also egal, wir haben den Punkt. So, jetzt haben wir schon 9000. Sind echt alle Helden im Einsatz? Wenn es so ist. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Komm, Leute, einnehmen. Einfach draufhalten. So, ich nehme mal das Ding in die Hand. Einfach nur den, für den Fall, dass mir jetzt jemand entgegenkommen sollte. Das ist quasi unsere Absicherung. Ich weiß ja nie, wenn jetzt jemand in die Ecke kommt oder so. Okay, der Punkt ist so safe. Er gehört uns. Letzte Phase. Unsere Mission lautet, die feindlichen Transporter am Boden zu halten, indem wir ihre Treibstoffversorgung abschneiden. Sprengt Betankungsstation, Rohre und Depot. Danach sind die Rebellen auf Bord gefangen und der Sieg ist unser. Komm her, mein Freund. Ich hab dich jetzt. Kritisch. Ihr habt irgendwas rein. Ich habe leider kein Leben mehr. Ich muss noch kurz warten. Es gibt noch mehr Wege, so wie ich das hier sehe. Nehmen wir andere. Das erste wird sabotiert. Ich sabotiere das nächste Gerät. Haltet den Bereich bis zur Detonation. Komm, leg hin, das Ding. Perfekt. Zur Sprengung vorbereitet. Ich hab keine Ahnung, wo ich langlaufe. Kommt Leute, Mama. Depot zur Sprengung vorbereitet. Wir halten das hier am besten. Schön reinhalten. Mist. Eins wurde abgebrochen, aber wir haben 14.000 Punkte. Wir können kein Heldenspiel. Das ist halt schon bitter. Wie du. Ihr macht den Kommandeur der Rebellen ganz schön Ärger. Aber ihr macht gar nichts Ärger. Unterstützung, Leute. Zwei Leute erwischt. Leider wieder gestorben, aber egal. Wohl, warte mal. Nehmen wir ihn mit. Ich meine, wir haben so viel Money. Können damit gerade nichts anzufangen. Ey. Warte mal hinter mir. Mist, der hat uns erwischt. Ist ja egal. Ich will einfach nur den Vorteil haben, dass wir hier gewinnen. Wir werden dann nicht in die Top kommen, weil es einfach so viele Punkte
sind, die wir auseinanderliegen und die haben. Also wir vor allem. So. Ja, ich laufe hinterher. Ich hätte gedacht, du weißt, wo es hingeht. Also wie es aussieht, kommen wir ja nirgendwo hin. Hier lang. Da lang, okay, wir müssen durch sein. Wir müssen durch sein. Ja. Dann haben wir gewonnen. Das ist leider nur Platz 6. Dafür sind wir alle besser wie das Gegnerteam. War eine gute Runde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde sagen, dass hier die Folge von Star Wars Battlefront endet. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal und tschüss.